Nicht wirklich viel. Ah, okay. Kann ich das hier mitnehmen? Nein, ich kann es nur abspielen. Eine Stimmprobe kann ich nehmen. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Okay. Dann sprechen wir jetzt mit dir. Wer ist da? Wer bist du? Markus. Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Markus? Bist du das? Ich wollte zu dir. Der Abweichlerjäger hat mich gestoppt. Dank dir hat er mich nicht gefunden. Du hast mich gerettet. Du hast Jericho gerettet. Jetzt wird alles gut. Ich werde dich nach Hause holen. Sag mir, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Wo du Jericho findest? Ja. Ja, natürlich. Gut. Dann übernehmen wir oder gucken wir mal halt in den Speicher rein hier. Markus? Ist das du, Markus? Verlass mich nicht, Markus! Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Das glaubst du selber nicht. Oh, wieder Quicktime-Event-Session hier. Das war knapp. Das war daneben. Das war auch kacke. Okay. Es war kein optimaler Kampf, aber es ging. Was ist hier passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Schneller geht's nicht? Okay. Viele Möglichkeiten es da jetzt gegeben hat, hier Jericho ausfindig zu machen. Ja. Gefunden im Partner, gefunden in das Nest. Ach so, okay. Getöteten Staatsfeind, alles klar. Okay, aber es gibt so viele Zusatzdinger, die man gar nicht beim ersten Mal hier durchgehen kann, das ist der Wahnsinn. Okay. November 2038. Halb zehn. Abends. Ist noch weit. Sollst du nicht auf die Straße gucken? Ich meine ja nur. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Ja, hoffen wir mal. Wir sind fast da. Nicht, dass sie eine Razzia bei uns ausführen wollen. Nächste bitte. Mit der Übergabe der Androiden an die Nein, danke. Also kann ich gar nicht. Wird das Land zu einem Stillstand kommen? Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Nur wenn es gut ist. Das ist nicht gute. Naja.
dieses Auto ist super. So. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Woher weiß sie von Marcus? Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Die war ein netter Mensch. Wir müssen einen Bus kriegen. Gut. Dann schnappen wir uns mal einen Bus. Oder so. Mhm. Er geht jetzt auch auf Jericho-Suche. Alle versammeln sich dann dort, bis auf Marcus. Okay. Vorne ist ein Licht und sind auch Menschen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber es könnten ja auch Androiden sein. Ist es hier noch nicht warm genug? Nein. Hallo? Hallo? Ich suche jemanden namens Marcus. Und dann kam die Polizei und uns feuerte. Ich weiß, sie sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen. Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwell forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status. Nachfolger Moskau Become Human. Scheint die Gefahr eines dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. Okay. Gut, da kann ich nicht lang. Hat hier jemand einen warmen Ort? Hallo, suche warmen Ort. Da ist ein Feuerchen. Das Mädchen hat immer noch nicht wirklich viel gegessen. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Vom Fieber wahrscheinlich. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Was hat er uns denn über Alice zu erzählen? Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt.
Verhalte dich unauffällig. Und dann kam die Polizei und feuerte. Okay. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie. Und wir suchen jetzt alle Markus, ja? Der abgeknallt wurde. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Mhm. Für eine Anführer von Jericho. Die Frage ist halt. Ja, wir wissen ja, wie es letztlich halt ausgegangen ist. Ne? Wir wissen aber jetzt nicht, wie und was wir jetzt am besten tun. Ich hab keine Ahnung. Weil eigentlich ist ja niemand da, den wir finden können. Ich bin kampfbereit. Hallo. Bist du North? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. In Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, die nach Androiden suchen. Hier bist du sicher. Warte lieber noch ab, bevor du die Stadt verlässt. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er gibt dir einen. Markus? Ich habe gehört, was passiert ist. Das Massaker. Und Markus ist tot. Er gab unserem Volk Hoffnung. Wir werden ihn vermissen. Ich war da, als sie ihn töteten. Ich hätte mein Leben für ihn gegeben, aber ich konnte nichts tun. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast ein Mädchen dabei. Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Verbindung. Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Okay. Ja, dann gehen wir mal zurück und sagen, hey, wir bleiben eine Nacht hier oder so. Ist. Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Deswegen hat ihr Vater sie auch so gehasst. Weil ihr Vater ja grundsätzlich so einen Hass hatte gegen Androiden, aber dennoch verstehe ich halt so die ganze Geschichte mit der Mutter nicht und so.